Denn? Hübsch, was? Ich mach. Okay, gib her. Die Munition. Okay, leise. Hey, wer ist da? Hey, hey! Krieg die Kanone um, alle! Wo zum Teufel ist Polly? Bam! Okay, jetzt gibt's aber was Lustiges, was wir jetzt machen müssen. Erstmal die Waffe weg. Und jetzt platzieren wir die Bombe, jetzt haben wir 15 Sekunden. Da geht nämlich jetzt diese Tür auf und wir können da durch. Und da sind sau viele Geldsäcke. Mit einer Menge Geld. Und die nehmen wir mit. Und raus. Jawohl, und noch geschafft. Zu viel los, Polly? Quatsch. Ich hab dir den Rücken freigehalten. Hier. Ja, ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen, Polly. Damit wirst du meine Frau glücklich machen. Das hat uns an unseren alten Herrn erinnert. Halt da drüben mal an. Ich muss pinkeln. Scheiße, hat's Klick gehört. Scheiße. Hinterher. Ich hab nichts getan. Töten Sie Paul Gatto. Alles klar, Mama. Oh. Ich sollte mich nur krank melden. Das ist alles. Du weißt einfach nicht, wann du aufhören musst, was? Ja, ich musste gerade Sendepause einlegen mit meinem Papi. Das war ein dass nicht in die Aufnahme reinkommt, aber hat gewusst, was los war. Aber wir haben einen Pauli. Kopfschuss, Exekution. Die Kanone bleibt drin. Die Canelli kannst du mitnehmen. Rocco, ich hab dich gebeten, den Wagen zu holen und nicht alle verdammten Bullen der Stadt. Die haben auf der Brücke gewartet. Ich konnte sie nicht abschütteln. Mist. Lasst uns hier verschwinden. Kleiner, du fährst. So, jetzt kommt auch noch eine wilde Polizei. Ja, tschüss.
finden Sie. Wir müssen hier raus! Polizei ab, fliegen Sie zu Pauli zu Ort. Alles klar. Gib Gas, Kleiner! Ja. Lasst uns verschwinden. Die sind hinter uns her! Ich laufe in mein Auto rein und ich krieg da auch noch voll zu. Die Polizei sitzt uns im Nacken. Alles klar. Gut, damit haben wir es geschafft. 17.000 Respekt, 10.000 Dollar und 20.000 von den Geldsäcken. Pauli's Apartment haben wir freigeschaltet und Video im Filmarchiv haben wir auch freigeschaltet. Wunderbar, damit haben wir 30.000 Dollar. Das macht unsere Investition in Street Sweeper immer mehr möglich. So, da haben wir einen Levelaufstieg. Wir gehen auf Leben. So, alles klar. Gut, dann sprechen wir mal Clemenza. Pauli braucht kein Versteck mehr. Kleiner, du kannst es haben. Benutze es als Stützpunkt für deine Geschäfte hier in Brooklyn. Alles klar. Die Familie zerfällt. Erst der Don, dann Galtosino und jetzt das. Würde mich nicht wundern, wenn Solozzo und Bruno Tartaglia versuchen würden, die Situation auszunutzen. Tauch einfach eine Weile unter. Wir melden uns, wenn wir dich brauchen. Alles klar, dann bleibt jetzt nur noch Missionen hier, nehmen Sie Geschäfte oder so. Ja gut, das werde ich dann auch machen, falls wirklich keine anderen Missionen verfügbar sein sollten. Dann werde ich mit euch natürlich auch Geschäfte einnehmen. Aber falls es da wieder weitergeht mit der Hauptstory, mache ich mit der Hauptstory natürlich gleich weiter. So, gut. Ist auch niemand am Telefon, ne? Alles klar. Da können wir jetzt nichts anderes machen als, ja, Geschäfte hochnehmen. Oder Lagerhäuser. Lagerhäuser sind so schwierig. Obwohl, wir haben hier das Tartaglia-Gebiet, ne? Ja. Ja, das ist schwierig. Um wirklich an so ein Hoch zu heben, muss ich wirklich noch jemanden dabei haben. Also wenn ich da jetzt noch ein Backup habe, dann ist das alles kein Problem. Aber falls ich keinen haben sollte, ist mir das ehrlich gesagt ein bisschen zu heiß. Da hole ich mir lieber jemanden, der mich beschützt. Und dann kann man natürlich darüber noch sprechen. So einfach. Das ist ganz einfach. Bam, bam. Ach, hallo, auf das Haus. Weißt du, mit wem du dich anlegst? Bitte nicht. Mit Dylan Ward. Mit dem lege ich mich gerade an. Der Kollege kriegt jetzt voll einen auf die Fratze. Sie haben hier viele scharfe Klingen. Sehr scharfe Klingen. Ich mache hier alles, aber bitte tun Sie mir nichts. Und zack. Hier ist nichts los. Okay. Können wir gehen. Wieder gehen. Ich brauche einen Kollegen, der schon gekleidet.
Bar jemanden finden. Wäre natürlich sehr nice, wenn das so wäre. Ah ja, da ist jemand. Ich brauche jemanden, der schießen kann und keine Fragen stellt. Wie sieht's aus? Prego, wohin gehen wir zuerst? So, damit haben wir ein Teammitglied. So, wir gehen. So, dann können wir jetzt das Lagerhaus öffnen. Dann bin ich nämlich auf der sicheren Seite und habe dann noch jemanden dabei, der mich ein bisschen unterstützt. Rosa, dann wieder. Hallo, Kollege. Wo ist denn der? Ah, da. Ich dachte schon. Bereit, dein Anwesen hochzunehmen? Hallo, Lagerhaus, Lagerhaus. Ist du das, was ein Lagerhaus macht? Es ist ein Lagerhaus. Ja, ich bin nur noch Mann und Tatarfamilie. Meinetwegen. Nicht Kollege. Aua. Das ist jetzt ziemlich gut. Echt lassen. Können aber nur durchkommen, ne? So, kaufen wir es uns für 15. Don Corleone möchte sie auszahlen. Reicht das, um sich zur Ruhe zu setzen? Der Preis ist in Ordnung. Wir sind uns einig. Wunderbar. 7500 kriegen wir jetzt von dem Geschäft jede Woche, jeden Monat. Und wir haben eine Drehscheibe übernommen, der Tartalias, und haben 60.000 Respekt dafür bekommen und die Zahltage haben 17.000. Alles klar. Gut, dann sind wir wieder ein Level aufgestiegen. Zwei sogar. Richtig gut. Dann, gehen wir mal auf das und
gehen auf... Ja, das, alles klar. Gut. So, jetzt müssen wir aber noch einen Tartalia-Laden irgendwo noch eine Bombe platzieren. Da wir ja noch im Krieg mit denen sind. Das ist nicht schön, das ist klar, aber trotzdem macht das nichts aus der Tatsache raus, dass wir da was unternehmen müssen, bevor die nämlich bei uns ein bisschen in die Haustür einschlagen. Deswegen schlage ich vor, wir gehen jetzt irgendwo einen Tartalia-Laden suchen und jagen den so schnell wie möglich in die Luft. Nur gucken, wo noch einer ist. Also hier in Brooklyn haben wir alles weggeschlagen, außer die Villa. Bleibt uns eigentlich nur das hier. Das da. Das können wir noch benutzen. Jo, weg. Fahr ich noch am besten. Okay. Das ist immer ein Problem mit der Polizei. Da, kennst du ihn schon. Du meine Güte. Ach, die Fazinis jetzt auch mit uns anlegen. Die haben jetzt auch irgendwas Schlimmes getan. Obwohl, Wachsamkeit hat sich jetzt nochmal erhöht. Warum auch immer. Das kann man mal wieder niemand sagen. Scheiß. Ich bin der die Corleone-Familie, ganz allein. Da zählen auch noch andere dazu. Alle sind weg. So ein Witz, ne? Geh doch weg jetzt, Tartalia Hurensohn. Toll, liegt schon noch vor das Auto, toll, super gemacht, so ein Idiot! Warum hat er sich jetzt auf den Boden geworfen? Ich raff's nicht, ey. Ich hab zwar keine Zulassung, aber ich kann sie zu... Button kriegt. Das ist schön für dich. Button kriegt läuft immer noch. Uns beeilen. So, gehen Sie ans Telefon, um Nachrichten der Kollegen zu erhalten. Machen wir dann auch, aber jetzt machen wir erstmal den Bandenkrieg fertig. Gegen die Tartalias haben wir aber jetzt 800 Aufmerksamkeit, aber minus 1000 für den Blätter bei den Tartalias. Das ist sehr schön. Da fahren wir jetzt aber mal schnell ins Versteck. Oh, geh doch weg! Hallo, ich bin der Tartalia Nummer. Keine Ahnung. Es braucht auch mal Aufmerksamkeit. Ja.
Meine Fresse, du kriegst keine. Lass mich doch jetzt einfach in Ruhe. Es wird immer besser. Es ist unaufhaltsamer Kreislauf des Lebens. So. Ein bisschen in so Ruhe. Lob. Ah, auch ins Telefon. Kleiner, Clemens, Clemens, sei.